Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Gags 3 Deep Cover Gecko. Euer Girl, Cecilia und ja, Mythos TV, das Schlimmste vom Schlimmen. Let's do it. Wirklich, ich hab den Level eine Chance gegeben. Aber er hat mich einfach nur abgefuckt. Und für die Hater, die jetzt sagen, ja, es ist jede, du kannst nur mit Safe Stats. Ich mache jetzt heute alles mit ohne Safe Stats. Es waren nur die Fliegen, die mich angekotzt haben. Heute komplett ohne Safe Stats. Ja, die Challenge gebe ich mir jetzt. Mythos TV ohne Safe Stats. Von mir auch ein bisschen too much. Aber der Level ist halt echt heftig. So. Wir brauchen die Äpfel und den Regenbogen. Für Weiß brauchen wir Herkules. Die Power dieses tapferen Geckos. Ja, das, also dieser Level, der ist nicht umsonst gefürchtet. Das schwerste Level des Spiels. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Jeder weiß, dass das hier das schwerste Level ist. Oh je. So, wie ging das nochmal? Also, braunen Eis. Nur mit Eis bekommen wir Herkules. Aber brauchen wir Herkules? Brauchen wir nicht, ne? Brauchen Herkules doch gar nicht. Die Aufgabe habe ich da schon geschafft. So, hier gibt es jetzt den ersten Apfel. Das Problem ist, die Bäume funktionieren manchmal nicht so, wie sie sollen. Und das macht es natürlich unheimlich schwer. Guck, manchmal funktionieren die Bäume einfach nicht. Schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Egal. Der erste von drei Äpfeln ist eingesammelt und ich bin tot. Oh! Der Schwierigkeitsgrad ist vom anderen Stern. Ja. Meiner Meinung nach eine der schwersten Jump'n'Run-Level der Videospielgeschichte. Guckt euch das an. Alles resettet. Okay. Aber ich nehme die Challenge. Für die Hater, die sagen, es ist hier mit den Safe States. Ach, wisst ihr was, wenn man jetzt den Regenbogen erst. Müssen wir so beide Aufgaben machen. Regenbogen ist leichter. Vielleicht eine Pussy würde ich dann den Checkpoint aktivieren. Aber. Ja. Ich traue mich das ohne. Gesehen, funktioniert ja fantastisch. Jetzt brauchen wir Herkules, jetzt brauchen wir ihn doch. Ernsthaft? Ernsthaft? Herkules. Ich kann losgehen mit der Orgie. Gut, da aktiviere ich jetzt den Checkpoint doch. Die wenigen Checkpoints, die dieser Level zu bieten hat. Gut ist, wir haben jetzt auch die volle Lebensenergie. Denn in diesem Level wird man von jedem Mist getroffen. Gegnerplacement absolut unfair. Komm. Checken Sie das, dann checken Sie das. Ja, der blaue Herkules. Ist der Kaltgex? Warum bist du so blau? Mach's blau, ne? Wie damals in der Schule. Ich verstehe dich. Ich kenn das. Nee, ich hab tatsächlich nie blau gemacht. Oh Mann! Dieser Scheiß möchte gerne Spartaner schon wieder. Ich kann man nur mit der Sprungattacke besiegen. Dem hier. Den Stomp. Okay. Concentration. Und dann funktioniert das. Seht ihr? Ich brauch die Safe States. Nee. Ich bin tot. Scheiße. Oh, dieser Level ist so ein scheiß verdammter Schmutz. Echt. Ich hasse diesen Level wie die Pest. Mann. Boah, was haben die Entwickler gekifft, um so Levels zu fabrizieren? Zerstörende Plattform, nervige Gegner, nervige Verwandlung, Backtracken, hin und her. Zeitlimits. Der Level hat alles. Der Level hat echt alles. Nervige Collectibles.
komplexe und versteckte Sachen, also wirklich. Okay, war bestimmt so geplant, wie ich es gemacht habe. Das funktioniert wieder nicht, dann nehmen wir den anderen Weg, der einfach ist. Das war dieser hier. Ah, da war meine Chance. God damn it! Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Regenbogen ist. Verdammt, wo war der nochmal? Wo war nochmal dieser Regenbogen, Leute? Over the rainbow. Gut, dass er es mit der Zunge mal macht, ne? Sonst wäre der Level nochmal schwerer. Gerettet! So, hier brauchen wir wieder Hercules. Sieht das auch immer resettet. Das müssen wir alles tausendmal machen. Hier den Schmarrn. Gleich nochmal. Mit der anderen Aufgabe. Das hat auch einen Kritikpunkt an dem Level. Dass er wieder zu linear ist. Wenn ihr Sammel-Jump-Runs macht, macht doch keinen linearen Level, oder? Das ist halt das Problem an dem Spiel. Wie gesagt, gut und liebevoll gedacht, aber die Umsetzung ist an manchen Stellen echt sehr fragwürdig. Ach Gott, damit brauchen wir auch Herkules. Oh Mann, ey. Hier brauchen wir auch Herkules. Gecko im Schlafrock, ey. Dieser Schwierigkeitsgrad, das ist unfassbar. Ich bin keine Transe, klar? Der Superhelden-Level ist auch nicht ohne. Ziemlich schwierig, da alles zu finden. Und es gibt halt überall Abgründe. Aber hier sind Gegner ohne Ende. Es sind Zeitlimits ohne Ende. Ich weiß nicht. Ein Level ist einfach als der. Stimmt, hier unten muss ich das verschieben. Voll auf den möchtegern Spartaner draufgesprungen. Ja, Arnold. Wenn du Arnold bist, bin ich. Weiß ich auch nicht. Queen Elizabeth, die nicht mehr existiert. Okay. Boah, der Level ist auch so lang. Boah, das jetzt ohne Safe State. Kein Problem. Euer Girl macht das ohne Probleme. Wisst ihr doch. Hoffentlich merkt keiner, dass ich nichts drunter trage. Verzisch dich, bevor ich dich zertrete. Das sind Sprünge, Leute. Das ist der Hammer. Das war nur für eine Bonusmünze. Ja, du bist eine ganz tolle Schlange, bist du. Das könnte der nervigste Gegner Videospielgeschichte sein. Ernsthaft. Was ist das? Dieser kleine, unscheinbare Pisser. Echt? So, wo war jetzt der Regenbogen? Der müsste ja ziemlich in der Nähe gewesen sein. Los, Gags! Schieben! Schwarzenegger hat zugeschlagen. Jetzt kommt hier ein unfair platzierter Gegner, der einen sofort angreift. Man kennt's. Fantastic, Leute. Fantastic. Ich liebe es. Was mir hier so ein bisschen fehlt, sind die Kampfmenüfrauen. Last minute. Ich will jetzt keinen Spruch hören. Das kommt davon, zu viel Rauchen beeinträchtigt. Cool, da wird das. Der möchte gerne Spartaner und der geht direkt natürlich auf uns zu. Natürlich. Ich bin keine Transe, klar? Hilfe! Yes! Schwupp! Flupp! Guck, schon sind wir wieder oben.
Mythos TV ist doch Kindergarten. Sehr einfacher Level. Ja, ohne Safe States. Für die Hater. Hier riecht's nach Gyros. Jetzt kommt die allerschlimmste Stelle. Sag mal, Checkpoint? Nö, ne? Braucht's das nicht mehr. Das ist alles höchst vor. Und das war's! Das war's! Ich spiele jetzt bis hier nochmal. Bis gleich. So, wieder bis hierhin gespielt. Hoffentlich merkt keiner, dass ich nichts drunter trage. Diesmal passiert mir der Scheiß nicht. Echt so lange keinen Checkpoint gehabt. Heftig. Ich will jetzt keinen Spruch hören. So. Puh. Ich will das nicht nochmal spielen. Immer noch kein Safe State gemacht. Ich werde es auch nicht tun. Ach, guck mal. Bisschen sozial sind die EntwicklerInnen dann doch noch. So, wo war jetzt der Regenbogen? Willkommen, ich glaube, der war hier. Sultan. Ja, ich erinnere mich. Hier war der. Ja. Guck, da haben wir schon den ersten Scheiß nach 10 Minuten geschafft. Das Schlimmste kommt noch mit den Äpfeln. Das ist wirklich schrecklich. Das mit den Äpfeln. Yay! Hier riecht's nach Gyros. Mythos TV, Leute. Bald ist es geschafft. Der schwierigste, nervigste, zerstörerischste, mindfuckste Level in diesem Spiel. Warum haben die so ein Griechen-Level so schwer gemacht? What were they thinking? For real. So, jetzt kommt die Masteraufgabe. Goldene Äpfel holen ohne Safe States. Ein Spaß für die ganze Familie. So, ist Hercules. Ich bin keine Transe, klar? Jetzt kenne ich den Level auch schon auswendig. Gex hat sich immer noch nicht an sein Outfit gewöhnt. Ja. So. Dann wollen wir mal Mythos TV. Coolste und beste Level des Spiels. Ihr wisst es. Flip. Wir brauchen den Herkules. Wir brauchen ihn. Wie gesagt, ich kenne die Level jetzt auswendig. Kann losgehen mit der Orgie. Kann losgehen mit der Orgie. Eiswürfel. Ha. Es ist so verdammt warm. Und der Eiswürfel kühlt mich trotzdem nicht ab. Das ist alles echt, meine Damen. Das ist alles echt, meine Damen. Wollte ich nie wissen. Aber danke der Nachfrage. Flop. Hallo? Bist du jetzt der Ultra Super Saiyajin? Hier schön blau. So muss das. Ja! Ja! Lässt sich trotzdem vor dem auf Wunsch gestellten Spartaner in eine Pfanne hauen. Fantastic. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, der Baum. Leute, drei Bäume und das... Diese Gegner sind so OP und sehen nach nichts aus. Es gibt drei Bäume und das ist der einfachste. Und hier stelle ich mich schon an wie ein verschimmeltes Butterbrot. Toll, nicht wahr? Finde ich auch. Ich kann losgehen mit der Orgie. Habe ich mich fast verschätzt. Hätte ich wieder alles nochmal spielen müssen. Ich bin bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Knaus. Ey, guck mal, wer das schon wieder ist. Das kleine Scheißerchen. So. Timing, Leute. Mich haben sie in die Armee gelassen? Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Beziehungsweise, wenn man eine Übung da drin hat. Was ich ja mittlerweile leider habe. Naja. Schon gut, dass ich Übung habe. Ansonsten wäre es hier noch dramatischer. Mythos TV. Flap, flap, flap. Wobei, das mache ich immer ganz anders. Hier ist der Abstand nicht so groß.
schon die Speedrun-Strats raus, ey. Ah, schon episch. Flip! Das ist übrigens ein Trick, dass man so eine Fliege mitnimmt. Wenn man getroffen wird, verliert man erst die Fliege und dann das Pfötchen, die Energieeinheit. Für die, die es noch nicht wussten, das ist echt nicht schlecht. Bevor sie das mittlerweile weiß. Schieben! Oh, sei ein Held! Sei ein Held! Sei Herkules! Sei ein Gott! Halbgott, eher gesagt. Los! Los! 2 Sekunden! Nein, warum hängt die scheiß Säule da fest? Vielleicht reicht's ja, guck mal, wer da ist. Kleine Kacker wieder. Ach scheiße, wir müssen ja auf den Baum. Hehe, da war ja was. Wie haben die sich das jetzt gedacht? Komm zu Papi. Ja, wie haben die sich das denn jetzt gedacht? Ich weiß nicht, wie es. Ich hatte den Baum doch schon mal gemacht. Wie ging das denn nochmal? Einfach hier hoch. Ja, einfach hier hoch. Warum tue ich mir das ohne Safe States an? Warum muss ich euch was beweisen? Ja, mir ist selber zu viel beim letzten Part, aber ganz ehrlich, die Fliegen, das sehe ich nicht einmal im Mythos TV. Ich mache das mit dem rumgesafe State hier eigentlich nur, weil ich nicht die Fliegen resettet haben will. Selbst mit dem Checkpoint werden die Fliegen resettet. Ich hab's extra überprüft. Guck mal. Haben die hier für den letzten Leicht Leber Schräglage. Ich hab's extra überprüft, Leute. Es wird alles resettet. Was bringen dir denn die Checkpoints? Also, for real, es bringt absolut gar nichts. Boah, es kommen noch so viele schwere Stellen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind die ganzen Jungfrauen. Tanzen Jungfrauen hast du wirklich verdient, wenn du ein Level zu 100% geschafft hast. Gags. Muss ich ja schon sagen. Das kommt mir alles höchst griechisch vor. Gestatten? Schwarzenegger. Ja, Ochi Ochi. Ich glaube, wir haben ein Problem. Das ist mir unbekanntes Terrain. Ich bin hier noch nie untergepurzelt. Aber hey, irgendwie überlebt. Ja, Mythos TV ist ja doch gar nicht so schlimm. Ja, es sind ja aber Wolken, die dich schützen. Wie oft bin ich schon in den Abgrund gepurzelt, ihr Lieben? Wie oft bin ich schon in den Abgrund gepurzelt? Ich merke keiner, dass ich nichts drunter trage. Verzisch dich, bevor ich dich zertrete. Und das Schlimme ist jetzt nochmal diese schwere Stelle, Mann. Ich will jetzt keinen Spruch hören. Ich meine die andere, die hier. Gags. Ohne diese Technik wüsste niemand, wie das geht. Ich meine, hüte dich. Neuer Spruch? Mal guck, wenn man so lange in so einer Welt ist, hört man auch wirklich jeden einzelnen Spruch. Irgendwie riecht's hier nach Mios. Oh, ich bin Arnold Schwarzenegger, ich bin Gex. Oh, Kinders, ne? Jetzt überlege ich wirklich ein Safe State zu machen. Das ist doch scheiße. Ich weiß auch gar nicht, woran das jetzt liegt. Das springt heute nicht richtig ab. Springt heute nicht richtig ab. Oh. Mein Herz, ne, es rast wie, als würde man den spannendsten Horrorfilm aller Zeiten schauen. Was ist dieser Level? Dieser Level. Spielt das Spiel selbst und merkt, wo der Teufel sein Zuhause hat. Wirklich. Keiner, dass ich nichts drunter trage. Ich will jetzt keinen Spruch hören. Sag mal, was isst du zum Frühstück? Ja, das habe ich im Real Life tatsächlich schon öfter gehört, weil ich so dünn bin.
Einfach eine gute Verdauung. Sehe halt dann noch aus, als wäre ich magersüchtig. Topmodel. Ohne irgendwie dafür was zu leisten. Andere müssen für so eine Traumfigur wirklich Diäten machen und so. Und ich hab's einfach so. Einfach so. No safe state, let's go! Tschüss! Komm her, wenn du dich traust! Willkommen im Badezimmer des Sultans! Boah. Wie ich mich konzentriere und reintryhade, ich kann das. Ich glaub gar nicht, wie schwer dieser Level ist mit Commentary nebenbei. Aber ganz ehrlich, jetzt mache ich die Challenge. Und ich werde sie schaffen. Das ohne Probleme, ihr Lieben. Ich bin keine Transe, klar? Ja, ja, ja. Ja, das heißt ohne Probleme, ist halt auch gelogen. Probleme sind normal in diesem Level. Adrenalin! Adrenalin! Jetzt muss ich den Sprung der Sprünge wieder machen. Gutes Checkpoint. Ja, ist ja voll fair. So viele Checkpoints. Das ist ja so leicht. Das kriegst du bei meiner Großmutter hin. Ja. Bin gleich schon wieder tot. Ich sag's dir, die Gegner hier so ein bisschen viel. Sind die in dem Level. Boah. Nee, das war nicht gut. Es ist so schwer, die Stelle. Es ist so schwer. Bin ich ja ein bisschen ausgerastet. Ich echt nicht kapiert habe, wie das funktioniert. Ich muss echt im letzten Frame abspringen. Auch das wird nicht reichen, ja. Da habe ich auch ziemlich viel aus was rausgeschnitten, Fun Fact. Mag dich nicht. Nicht weil. Ja, ich sag mal so. Hat er nichts gemacht. Hier riecht's nach Gyros. Und die Ausraster waren jetzt auch nicht förderlich. Keinen Mehrwert gehabt. Sagen wir so. Kann das Scheißviech sich da mal aus dem Staub machen? Danke. So, dann wollen wir mal Totenkopffresser. Nun zu dir. Lebensenergie wäre ganz cool. Gehört, ist ein bisschen overrated, aber wie gesagt, der Checkpoint ist aktiviert. Außer die goldenen Äpfel werden nicht gespeichert, aber dann. Ja, dann weiß ich auch nicht. So fies platzierter Scheißgegner und direkt der nächste. Ach komm schon, ey. Und direkt der nächste. Ich dachte, er hat mich. Das war nur die Cutscene. Oh. Adrenalin! 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 Jetzt kommt mein Big Brain Play. Wenn es funktionieren will, wo ist das Skelett? Hehe. Na jetzt schnapp ich mir den Fernseher und hab wieder einen Treffer mehr, den ich einstecken kann. Mythos TV. Meine Damen und Herren, Mythos TV. Muss ich jetzt sonst sowas sagen? Nee, ich denke nicht. Kann die nicht da? Ochi, ochi. Ich lass mich jetzt nicht von den Skelett in die Pfanne hauen. Nein, das will ich nicht. Wieso der hat das jetzt nicht gekillt? Oh, Gottes Willen! Das war nicht Gottes Wille. Der Teufel hat diese griechische Welt gemacht. Diabolo höchstpersönlich. Ach komm, Kinder, was ist das für ein Mist? Das scheiße respawnen ist Skelett. Das war perfekt. So ungefähr funktioniert das eben. Nein, ich wollte es doch gar nicht. Kann ich die jetzt wenigstens abschießen? Ah, die kann man natürlich nicht einfrieren, ja. Wäre auch sonst zu OP, ne?
Ah, der muss jetzt verschwinden. Yes. Kein Checkpoint, Leute. Ich muss das jetzt ohne schaffen. Hä? Das Timing ist sehr seltsam von diesen Plattformen. Oh, der Skill. Leute, keine Safe States. Oh, meine Final Form ist aktiviert. Und ich habe sogar noch die Fliege. Das Glück, wie ich euch sagen. Ah, Spyro. Was hast du mir nur getan, Spyro? Man muss das bis hierhin mitnehmen, oder? Muss man halt echt. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Ah! Aber ich hab's geschafft, ohne Safe States. Spätestens jetzt sollten die Hater, wo ich sah. Wirklich. Nomski. Da ist das nächste Skelett. Willkommen im Badezimmer des Sultans. Gut, geschafft ist noch gar nichts, ist mir schon klar, aber. Was soll mich jetzt noch aufhalten? Ihr Lieben, was soll mich jetzt noch stoppen? Ah, Mythos TV ohne Safe States. Macht's nach. Klar, wenn man das ein bisschen raus hat, wenn man ein paar Mal gespielt hat, dann geht das. Aber leicht ist es nicht. Geschenkt ist der Scheiß nicht. Damit haben wir es geschafft. Der schwerste Level des Spiels ist abgeschlossen. Woohoo! Für die paar Aufgaben 26 Minuten. Sonst mache ich das in 10 Minuten. Speedrun ich das durch. Mythos TV. Next Level. Okay, beim nächsten Mal gibt es, wie gesagt, Anime ist ein Highlight, das gibt es zum Schluss. Beim nächsten Mal gibt es Märchengedöns. Das wird wieder ein bisschen entspannter, ist ein ziemlich cooler Level. Seid gerne wieder dabei, aber jetzt ist die Aufnahmesession auch erstmal beendet. Meine Nerven sind am Ende, Mythos TV. Direkt zweimal speichern, das war ein Reflex. Und ja, das war's. Mythos TV ohne Safe States. Mit den 100 Fliegen könnt ihr allein machen. Aber hey. Beim nächsten Mal Märchen TV. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich tue es. Bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!